Ja, die digitale Wasserpumpe. Und wo kann man nun die digitale Wasserpumpe finden? Unter anderem auch in einem Motor. Man sieht hier die ganze Mechanik des Motors und sieht die angetriebenen Teile. Und darunter hängt dann die entsprechende Wasserpumpe, die eben betrieben wird über den Keilriemen. Und wenn man das Ganze weiter betrachtet, dann ist das nicht nur ein Thema der Konstruktion, sondern vor allem der Technologie und der Verbindung mit der Technologie, insbesondere in der Fertigung und industriellen Produktion, dann über das Internet of Things mit dem Verbinden der entsprechenden Wasserpumpe und künstliche Intelligenz hilft uns, das ganze Teil im automotiven Betrieb eben entsprechend zu verbessern. Und die digitale Wasserpumpe wäre nichts ohne die entsprechende Digitalisierung, die Industrialisierung mit der Artificial Intelligence, und zwar der Applied Artificial Intelligence und der Smart Artificial Intelligence im Betrieb.